dann zumal habe ich mich über die Berufsberatungswebseite einen Job gesucht eigentlich als Lehrer und habe dann eigentlich immer etwas Abwechslungsreiches machen. Und das ist mir dann vorgeschlagen worden, eben Fachmann Betriebsunterhalt. Und habe gefunden, ich habe eine Beschreibung schon, das ist eigentlich ein cooler Beruf, der zu mir passt. Und dann bin ich ein paar Mal schnuppern und habe mich überall, habe mich auch ein paar Orte beworben. Und dann habe ich hier in Wilderswil eben die Lehrstelle bekommen. Am schönsten ist es, wenn man einen Lernenden bis zum Lehrabschluss begleiten und einen tollen Abschluss machen kann. Wir haben hier einen ziemlich anspruchsvollen oder einen von den anspruchsvolleren Weiterparcours. Wir sind für die Sicherheit verantwortlich und jetzt wollen wir heute mal eins kontrollieren, ob die Spielgeräte im Winter auch immer noch gut sind. Jetzt sind wir hier an einem ganz speziellen Ort. Da ist 1999 Sachsenbach-Unglück passiert. 21 junge Leute sind beim Canyoning von einer Flutwelle überrascht worden und sind leider gestorben. Das ist die Gedenkstätte hier, wo die Leute und Familienangehörigen vorbeikommen können, das anschauen. Unsere Aufgabe ist hier, dass wir schauen, dass es schön gepflegt ist, dass die Mahnsteine für jeden Jugendlichen schön unterhalten ist. Wir schauen hier zu den Blumen. Bei uns kann man ganz sicher schnuppern. Das ist sogar das Wichtigste, den Beruf kennenlernen. Ja, ich würde die Lehre ganz vielen auch weiterempfehlen, weil die Lehre wirklich ein riesen Wissen nach der Lehre hat und es wirklich ein sehr spannender Beruf ist. Ich würde jetzt mal sagen, wir können relativ die grosse Bandbreite abdecken, was man in unserem Beruf alles lernen kann. Sei es von Wasserversorgung, über Strom, über Wanderwege. Wir haben 18 Kilometer Wanderwegnetz. Wir haben ganz viele Wechselflorabatten, die wir machen. Wir haben sehr viele Schreinerarbeiten, die wir hier innen herstellen. Sehr viel Zeit, die wir uns nehmen für die Lernenden. Es ist ein spannender Beruf und den können wir mit Leib und Seele ausüben. Und es zeichnet sich aus, dass wir eine grosse Dankbarkeit vor der Bevölkerung zurückbekommen für die Arbeit, die wir leisten, das ganze Jahr durch.